Vor einem Jahr tötet ein Rechtsextremer in Hanau aus rassistischen Motiven 9 Menschen. In einem TV-Interview spricht der Vater eines Opfers vom Polizeibericht. Darin wird das Aussehen seines Sohnes, Hamza Kurtovic, als orientalisch-südländisch beschrieben. Sein Aussehen war jedoch dunkelblond, blauäugig, hellhäutig. Die bittere Erkenntnis, von einem Rassisten getötet, und der Rassismus geht weiter. Das ist die traurige Realität, Hanau. Ein rechtsextremer Mensch nimmt 9 unschuldigen Menschen das Leben. Aus Hass. Und wie viel Diskriminierung durch die Behörden mussten die Angehörigen der Opfer noch erfahren? Wir als weiße, privilegierte Gesellschaft leben in einem System, das uns automatisch bevorzugt und Menschen, die nicht diesen Normen entsprechen, gezielt oder unbewusst diskriminiert. Pour moi la question c'est combien de cette ignorance, de cette attitude des yeux fermés, peut une génération tant que ma génération subir? Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas sans discrimination, sans préjugés et sans séparation qui détermine dans notre société en ce moment? Sehr geehrte Jury, mein Name ist Eleni Ernst und ich möchte zu Beginn betonen, dass ich persönlich nicht weiß, wie es sich anfühlt, aufgrund seiner Herkunft oder Muttersprache benachteiligt zu sein. Dennoch möchte ich auf diese Ungleichheit aufmerksam machen und das, was ich beobachte, mit Ihnen teilen. Mesdames et Messieurs, je ne suis pas victime de discrimination à cause de mon origine ou ma langue maternelle. Quand même, j'observe des inégalités et des injustices contre des personnes qui ne correspondent pas aux normes sociales, qui ne parlent pas de langues dites prestige, mais de langues minoritaires. Migrationsbedingte Mehrsprachigkeit und sogenannte Minderheitensprachen werden heutzutage immer noch als weniger attraktiv und weniger wertvoll angesehen. Viele meiner Freundinnen und Freunde, deren Muttersprache zum Beispiel Georgisch oder Persisch ist, sind daran gewöhnt, dass ihre Sprache nicht überall genug gefördert wird. Vielmehr verschwindet ihre Mehrsprachigkeit immer mehr. Dabei sollte es ein viel positiveres Sprachbewusstsein geben. So sagte Johann Wolfgang von Goethe, je mehr Sprachen du sprichst, desto mehr bist du Mensch. Ein Punkt, bei dem ich Goethe recht gebe. Je vois chez mes amis par exemple, comme leur langue d'origine et leur plurilinguisme n'est pas assez encouragé. Au contraire, leur plurilinguisme disparaît plutôt. Zurzeit scheinen in unserer Gesellschaft nur jene Kinder zu profitieren, die sogenannte Prestigesprachen beherrschen. Kinder, die andere Sprachen sprechen, werden oft nicht darin gefördert. Sie lernen sogar durch unsere Gesellschaft, ihr Umfeld, ja vielleicht auch durch unser Bildungssystem, sich für diese zu schämen, sie als Makel statt als zusätzliche Kompetenz zu empfinden. Je ne veux pas assister à une société où telle chose se passe. Je ne veux pas assister au fait qu'il y a des langues qui sont vues supérieures que d'autres. Mehrsprachigkeit, insbesondere die Mehrsprachigkeit von Kindern, die aus einem nicht mitteleuropäischen Land stammen, wird nicht gefördert. Dadurch können Vorurteile entstehen. Diese sind gefährlich und können dazu führen, dass oftmals eine gespaltene Gesellschaft entsteht. Zwischen jenen Kindern, die zum Beispiel Deutsch und noch Englisch sprechen, und jenen Kindern, die als Muttersprache zum Beispiel Türkisch, Kroatisch oder Arabisch haben. Unter anderem führen diese Entwicklungen zu Taten wie in Hanau. Denn Diskriminierung, Ausgrenzung und Extremismus beginnen schon bei unserer Sprache. La discrimination, l'exclusion et l'extremisme débutent avec notre langue. Beispielsweise haben wir in Österreich oft kaum Interesse daran, die Sprachen unserer Nachbarländer zu lernen. Wenn wir nur die Grundlagen auf Kroatisch, Ungarisch oder Slowenisch könnten, würden wir unseren Mitmenschen Wertschätzung und Respekt aufzeigen. Es gibt immer noch nicht genug positives Bewusstsein für gelebte Mehrsprachigkeit in allen Teilen unserer Gesellschaft. Wie viel muss noch geschehen, bis unsere Regierung, unser Bildungssystem und wir selbst als Gesellschaft etwas ändern? Que faut-il pour que notre gouvernement, notre système éducatif
et nous même en tant que société réagissent. Um Mehrsprachigkeit zu fördern, muss man schon bei der Lehrerausbildung oder bei den Elementarpädagoginnen und Pädagogen beginnen und diesem Thema mehr Raum geben. Damit mehrsprachige Kinder ihre Fähigkeiten später auch positiv wahrnehmen können. Le plurilinguisme n'apporte pas encore les mêmes avantages pour tout le monde. Il existe des inégalités entre les langues. Liebes Publikum, fördern wir gemeinsam ein neues Sprachbewusstsein, eine neue Akzeptanz, Ermutigung und Toleranz der Mehrsprachigkeit gegenüber, welche Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und die Gesellschaft, in der wir leben, mit einschließt. Fördern wir Offenheit und positive Wahrnehmung gegenüber Mehrsprachigkeit. Essayons de changer vers une conscience qui encourage et confirme le plurilinguisme de tout le monde. Les enfants, les parents, les professeurs et la société dans laquelle nous vivons. Die Zeit ist reif für positive Veränderungen. Wann, wenn nicht jetzt? Und wer, wenn nicht wir?